Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Unboxing. Ich habe von Divum wieder was bekommen. Kennt ihr ja schon. Und die haben gefragt, ob ich noch mal was vorstellen wollen würde von denen. Und ich habe gesagt, na klar, weil ich ja mit den anderen Geräten so zufrieden war. Wobei ich nur ein einziges für mich habe, das andere ist, naja, Kinder. Und zwar haben sie jetzt noch so ein kleines viereckiges. Wartet mal, ich mach mal das aus, das blendet vielleicht ein bisschen zu sehr. So, das wollen wir jetzt mal unboxen. Und zwar Timebox Evo. So ein Timebox heißt ja soweit wie Uhr. Also denke ich mal, wird es nur verschiedene Uhren sein. Join Pixel Art Community. Okay. Ich lass mich jetzt mal überraschen. Könnte ich mir gut vorstellen für einen Schrank. Für eine als große Uhr. Oh. So. Wir haben ein Warndreieck. Wir haben eine Anleitung. Wir haben einen USB-Kabel. Was für ein USB-Kabel ist es? Es ist ein USB-C-Kabel. Ja, den brauchen wir, denke ich mal, hoffen wir nicht. Also jetzt noch nicht. Ich hoffe mal, dass der Akku noch voll ist. Oder dass vielleicht überhaupt ein Akku eingebaut ist. So, und dann haben wir hier die Timebox. Die packen wir auch mal aus. Da ist ein Aufkleber drüber. Koppelt auseinander. Ja. Und hier haben wir die ganzen Bedienelemente. Ist außen so ein bisschen gummiert, würde ich sagen. Hier haben wir einen An- und Ausschaltknopf. Und da ist es an. Jetzt leuchtet es Bluetooth gerade an, das gucken wir uns gleich alles an. Hinten ist ein Lautsprecher drin, ein kleiner, und der USB. Also da, das gucken wir uns aber alles gleich im Hardware-Video an. Die Uhr ist, wie gesagt, ja noch nicht erstellt. Das werden wir dann gleich alles machen. So, das soll jetzt soweit zum Unboxing gewesen sein. Wir werden gleich das Hardware-Video machen, wo wir uns die Uhr dann mal genauer angucken werden. Und mal gucken, was wir da noch so alles einstellen können. Ah, okay. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns gleich im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Seid euer Odin.